Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video mal wieder auf dem Wrestling-Kanal. Es tut mir leid, aber ich habe im Moment sehr wenig Zeit für den Wrestling-Kanal, deswegen kommt auch sehr wenig, ja, Stoff auf unserem Kanal hier. Aber wir haben eine kleine Special-Folge, denn der letzte DLC für WWE 2K18 ist erschienen und wir sehen schon Beth Phoenix gegen Alundra Blaze. Beth Phoenix ist einer von 5 Charakteren im DLC und wir lassen sie auch zum Ring kommen, zumindest Beth Phoenix, ganz in Ruhe, ohne Gequatsche. Und ja, dann gucken wir uns das Match gemeinsam an. In der alten SmackDown-Arena auf jeden Fall. Übrigens habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Ja gut, der Kommentator quatscht da rein, dann kann ich auch da rein quatschen. Das Charaktermodell sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Auch das Outfit sehr cool. Die Glamour-Zone, ich wollte nicht reden, ja, aber da die Kommentatoren da rein brabbeln, da dachte ich, dann kann ich das auch machen. Ja gut, Alundra Blaze gucken wir uns jetzt nicht an. Wir spielen natürlich selber mit Beth Phoenix. Ich muss gleich erstmal gucken, wie der Finisher geht von ihr. Ganz kurz. Glam Slam, Freefall Glam Slam, noch ein Glam Slam, okay. Ja gut, sollten wir hinbekommen. Dann gucken wir mal. Wir wollen natürlich gewinnen und es gibt noch 4 weitere Charaktere, die wir dann im nächsten Match begutachten werden. Und es sind alles Männer gleich übrigens. Das hier ist jetzt Beth Phoenix, eine Dame und dann haben wir noch, um genauer zu sein, 2 Tag Teams. Deswegen brauchen wir auch nur noch ein Match danach. Also Alundra Blaze will hier schon mal uns fertig machen, das kann sie aber vergessen. Boah. Ja, leider, während ich die hier verprügel, leider konnten wir in letzter Zeit nicht so viel hochladen auf dem Kanal. Okay, wir haben den Pay-Per-View, der über eine Stunde ging. Das ist schon mal nicht so schlecht gewesen. Aber ich komme echt nicht dazu, großartig was aufzunehmen. Es tut mir auch leid, aber ich dachte mir so, das ist jetzt nicht so ein langes Video. Das wird vielleicht 20 Minuten gehen. Das kann man mal zwischendurch machen, damit wieder Content kommt. Ihr sollt ja nicht denken, dass hier nichts mehr kommt. Also hier ist noch einiges geplant, aber aus Zeitgründen momentan nicht möglich. Boah, da habe ich mir ja selber wehgetan. Nicht möglich, weil ich habe ja auch den Gaming-Kanal noch. Und da der größer ist und da der auch umfangreicher ist, der frisst einfach viel mehr Zeit als dieser Wrestling-Kanal. Und ja, die Zeit fließt halt im Moment im Gaming-Kanal. Und deswegen, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann zieht euch Zeppi rein. Das ist ein guter Kanal, muss ich. Kann ich empfehlen, ist ein sehr guter Kanal. Okay. Hauen wir immer jetzt auf den Dez. Schöner Tilt-A-World-Backbreaker hier von Beth Phoenix. Die Glamour Zone hat natürlich Kraft ohne Ende, wie man sieht. Hat halt auch richtige Power-Aktionen. Und was auch noch erwähnenswert ist, sie ist eine Hall of Famerin. Eine frisch gebackene Hall of Famerin. Ich glaube, in der letzten Hall of Fame-Aufnahme war sie dabei. Wir covern mal, das dürfte aber nicht reichen. Boah, nur bis 1. Wie mies. So, gucken wir mal hier, wie die Signature funktioniert. Boah, eine Art Torture Rack, aber noch krasser eigentlich als ein Torture Rack. Aber wir kriegen sie nicht, wir kriegen sie nicht. Na, unmöglich, unmöglich. Jetzt kontert sie uns auch noch aus. Boah, guter Konter. Saucooler Konter. Aber, boah. Ja, Alundra Blaze ist auch eine Hall of Famerin. Also 2 Hall of Famerinnen treffen hier aufeinander. Aber, hä? Was ist denn jetzt? Hallo. Das ist die Musik von Trish Stratus. Ja, ich frag mich auch, was das soll.
Oh, da wollte sie uns schlagen, aber sie hat daneben gehauen. Ich konnte mich nicht bewegen. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich glaube, es hat Zeit für den Glam Slam hier. So, das sollte der Sieg sein eigentlich. Nein, sie kommt nochmal raus. Holy crap, nur wegen Trish Stratus. Unglaublich. Was war das denn? Sie spielen einfach ihre Musik ab und lenken mich ab. Warum werde ich überhaupt abgelenkt? Und dann noch in einem normalen Singles-Match. Das ist ja jetzt keine Story oder sowas. Unfassbar. So, wir biegen sie jetzt erstmal noch ein bisschen. Ja, das sieht besser aus, aber wir werden sie damit trotzdem nicht besiegen können. Nee, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, aber wir werden ihr den Garaus machen mit dem Glam Slam. Komm schon, dreh dich um zu uns. Ah nee, wir machen das ja so, genau. Und tschüss. Tschüss mit Ü. Hoffentlich nicht ans Seil. Nein. 1, 2, 3 und das war's. Der Sieg für Beth Phoenix. Die Glamazone, die Hall of Famerin. Ja, hier noch ein paar Aktionen. Das Cover, das nicht durchgegangen ist, leider. Nur bis 1. Der Konter. Der überragende Konter. Und da auch nochmal ein Konter. Hier der Glam Slam Nummer 1. Diese Art Torture Rack. Sehr gutes Match. Und ich finde, Beth Phoenix ist ein saucooler Charakter. Also, man sieht, die haben sich bei ihr auf jeden Fall richtig Mühe gegeben. Das Gesicht sieht extrem gut aus. Der Körperbau von ihr ist extrem gut gemacht. Das Outfit ist eines von den richtig starken Outfits, die sie mal anhatte. Mit diesem Phoenix, dieses Weiße, sehr, sehr edel. Also ja, finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut gelungen, der Charakter. Sehr gut gelungen. Vielleicht auch was für unsere Liga, für unsere Story, wenn wir sie mal weitermachen. Und wir werden sie auf jeden Fall weitermachen. Aber im Moment reicht die Zeit halt nicht. Aber ich dachte mir so, letzter DLC, da müssen wir da wenigstens ein kurzes Video mal wieder machen. Letzter DLC für die 2018er Version. Und ja, ich denke, so ein 20-Minuten-Video wird es werden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Wir machen jetzt erstmal hier Tag-Team-Match. Tag-Team-Match, ganz normal. Arena wird eh zufällig ausgesucht. Und dann zeige ich euch, welche Charaktere es noch gibt. Und das wären natürlich die Hardy Boys. Jeff Hardy. Endlich sind die Hardy Boys dabei. Jeff Hardy und Matt Hardy. Matt Hardy. Auf den ersten Blick sehen die auch sehr cool aus. Und die Gegner, Moment, wo sind sie? Ricky Martin. Ricky Martin. Und natürlich Rock'n'Roll Robert Gibson, wenn ich den jetzt hier irgendwo finde. Da natürlich nicht. Genau, hier. Robert Gibson, das heißt die Hardy Boys gegen den Rock'n'Roll Express in der NXT Arena. Warum nicht? Es ist auf jeden Fall die Hardy Boys sehr, sehr geil, dass die endlich dabei sind. Ich hatte keinen Bock, die runterzuladen die ganze Zeit, weil ich wusste ja, dass die noch kommen als DLC, aber dass sie zum Schluss kommen, finde ich ein bisschen blöd. Jetzt ist es halt so. Aber auch die Modelle sehen sehr gut aus. Und natürlich für die Nostalgiker der Rock'n'Roll Express noch ein bisschen was für die alten Zeiten. Ja, sind sogar etwas stärker als die Hardy Boys. 88 haben die beide, glaube ich, und die Hardy Boys 86er Stärke. Wir gucken uns auf jeden Fall beide Einzüge an. Ich bin gespannt. Die Hardy Boys. Die Musik ist natürlich auch geil, ne? Ich bin gespannt, wie der Auftritt aussieht. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich habe noch nicht ausprobiert. Das heißt, das ist hier mit euch zusammen. Ja, wann kommen sie denn? Wo sind sie denn? Hat Jeff wieder Drogen genommen? Nein, da sind sie. Ah, mit Feuerwerk. Geil. Auf jeden Fall geil mit Feuerwerk. Ist auf jeden Fall ein bisschen blöd, weil wir die NXT-Arena haben, sind die Fanreaktionen sehr leise. Aber die Hardy Boys, also die werden auf jeden Fall eine Rolle spielen in unserer Story.
Ich bin auch mal gespannt, ob sie ihren Finisher haben, also der Twist of Fate und dann die Saunton Bomb hinterher. Versuchen natürlich auch, das Match zu gewinnen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Also mit Beth Phoenix hat es geklappt. Und jetzt kommt der Rock'n'Roll Express. Yeah, saugeil. Das, alleine die Musik zaubert mir schon ein Grinsen ins Gesicht. Also, Robert Gibson ist der mit den schwarzen Haaren und der Shield eigentlich mit einem Auge, total krass, ja. Der Shield extrem, aber das Charaktermodel hier Shield nicht so hart. Das ist jetzt nicht besonders störend, aber ist mir halt aufgefallen, dass der nicht Shield. Ja gut, ist jetzt ein normaler Auftritt, nichts Spektakuläres. Die Hardy Boys hatten schon einen spektakulären Auftritt. Und jetzt hauen wir den mal ein bisschen was auf die Mütze. Jeff Hardy hier, zack, bumm. Und dann knallen wir hier auch Robert Gibson direkt eine. Ricky Morton. Yeah, sau cool. Also macht Bock auf jeden Fall mit denen zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also den Season Pass bereue ich nicht. Schöner, oh. Ja gut, das ist daneben gegangen, ne? Aber so ein Judo-Überwurf. Zack, da gibt's wieder einen auf die Birne. Ricky Morton hier muss erstmal einstecken. Oh, schlechtes Timing von meiner Seite aus. Was ist denn hier? Was ist denn los hier? Dann gibt's jetzt einen auf dem Deckel. So, Robert Gibson ist wieder da. Kriegt da direkt eine geballert. Ja, das mögen die Fans nicht. Weil es natürlich ein bisschen unfair ist, ne? Facebuster NXT. Wir versuchen nochmal den Leg Drop. Ich will den jetzt mal ins Ziel bringen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht, ey. Flying Crossbody. Was hat Jeff noch so drauf? Oh, erstmal hier Ricky Morton mit dem Konter und die Head Scissor. Kopfschere, so eine richtige Oldschool-Kopfschere. So, richtig cool, richtig cool. Ja, den kontern wir, komm. Den kontern wir, jawohl. Und Overhead DDT. Ja, da heißt es. Ah, nein, das war ein Hot Tag. Wir müssen ihn direkt ausschalten. Schöner Atomic Drop. Jawohl. Geh zu Boden, du Lauch. Boah, was war das denn? Komische Animation. Geht jetzt endlich der verdammte Leg Drop durch. Komm schon. Jawohl, jetzt hat er getroffen. Endlich. Und hier ist unser Signature Whisper in the Wind. Volltreffer. Geile Aktion. So, jetzt haben wir genug mit Jeff Hardy gespielt. Wollen natürlich auch mal hier. Oh, da konnten wir den Finisher machen, ne? Das heißt, sie haben auf jeden Fall einen Tag-Team-Finisher. Jetzt ist erstmal Matt Hardy noch ein bisschen dran. Gucken, was der so drauf hat. Ja, auch er muss erstmal den Konter schlucken. Und, oh, auch Robert Gibson beherrscht diese Oldschool-Head-Scissor. Und zack ist das Bein weg, mein Freund. So schnell geht's. Leg Drop von Matt Hardy. Sofort geht er auf Seil. Und was machen wir jetzt hier? Wieder ein Leg Drop. Nein, Moonsault. Moonsault und Cover hinterher. Eins. Zwei. Aber er kommt raus. Und Matt Hardy, Jeff Hardy greift hier Ricky Morton direkt an. Hat auf jeden Fall gut aufgepasst. Ja, und Second Rope, Leg Drop. Boah, das hat richtig geknallt. Gute Aktion. Oh, was macht er jetzt hier? Oh, Leg Drop. Und Elbow? Nein, noch ein Leg Drop. Ja, Hardy Boys halt, ne? Die Meister der Leg Drops. Oh, Uranage, aber es war eigentlich ein Side Slam.
Ja, war klar, dass er hilft. Aber Jeff Hardy mit dem Electric Chair Drop. Nein, er kontert uns aus. Boah, ich wollte ihn eigentlich abwehren. Ja, komm. Sehr schön. Was für eine Ohrfeige. Und Samoan Drop. Wunderbar. Also die Aktionen sind geil, die haben, finde ich. Ich finde die Animation cool. Haben die da irgendwas geändert? Irgendwas verbessert? Die Animationen sehen so geschmeidig aus, finde ich. Clothesline, Running Bulldog. Ich denke mal, wir sollten... Hau mal ab jetzt hier. So, wir sollten mal das Match beenden. Versuchen wir mal. Tag und, jawohl, die machen's. Twist of Fate. Und die Thornton Bomb hinterher. Und das sollte es eigentlich auch sein. Matt Hardy ist im Ring. Ist eigentlich, zähl doch mal. Ne, Matt Hardy geht raus. Boah, der ist rausgekommen. Kein Scheiß, der ist nochmal rausgekommen. Egal, wir machen das nochmal. Wir haben ja mit Jeff Hardy zum Glück auch nochmal einen Finisher. Jetzt müsste es... Ah, oh, jetzt kontert er uns aus. Das müsste aber dann... Verballer ich dir eine. Rein theoretisch müsste Jeff jetzt den Twist of Fate zeigen und Matt Hardy die Thornton Bomb. Da können halt beide die Aktion. Und das ist auch so. Jeff Hardy mit dem Twist of Fate. Und diesmal darf Matt Hardy die Thornton Bomb zeigen. Und auch das Cover. Ich hoffe, Jeff bleibt jetzt im Ring, weil ich glaube, Ricky Morton kommt sonst rein. Ja. Und er hat ihn aufgehalten. Das ist der Sieg. Es ist der Sieg für die Hardy Boys. Wunderbar. Whisper in the Wind nochmal. Richtig coole Aktion. Dann dieser Double Back Body Drop. Oh, hat richtig Bock gemacht. Ich krieg jetzt auch Bock, eine Aufnahme zu machen für die Shows von uns. Aber ich habe die Zeit einfach nicht. Ich habe einfach nicht die Zeit. Das ist so ärgerlich. Dann die Thornton Bomb von Jeff Hardy. Sofort das Cover hinterher. Ging leider nicht. Hier nochmal Twist of Fate. Dann die Thornton Bomb von Matt Hardy. Und dann war es das. Und jetzt sehen wir auch Jeff Hardy, wie er aufpasst. Da dreht er sich rum, schnappt sich sofort Ricky Morton, DDT. Und dann ist das Ding gegessen gewesen. Wir gucken uns noch den Jubel an. Sehr schön. Sie haben ihr erstes Match gewonnen. Gegen den Rock'n'Roll Express. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge gefallen hat. Es wird noch ein bisschen ruhig bleiben auf dem Wrestling-Kanal, aber irgendwann geht's weiter. Irgendwann geht's auch regelmäßiger weiter als in letzter Zeit. Es tut mir echt leid, dass ich es nicht schaffe, so regelmäßig hochzuladen, wie ich es mir wünsche, aber es ist halt so. Man muss da durch. Wir schaffen's auch, ja? Wir schaffen's auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Rindjehauen, bis zum nächsten Mal.